dauern könnte heute. Aus Gründen. Aus Gründen. So wie immer halt. Es ging um Spiele. Das weiß ich noch. Genau, was waren denn eure Lieblingsspiele? Fangen wir mal so an. Lieblingsspiele. Also jetzt so konsolenübergreifend, also überhaupt oder? Überhaupt. Einfach alles. Einfach alles. Was waren eure Lieblingsspiele? Oder was wären Spiele, die ihr anderen empfehlen würdet? Und warum vor allem? Wüsste ich sofort. Ganz viele. Ja, ich müsste mal aussortieren, weil... Du müsstest aussortieren. Ja. Also was ich super gern gespielt habe, war früher Metal Gear Solid 1 auf der PlayStation. Wie war der Ton? Und dann, was ich auch noch sehr, sehr viel gespielt habe, da habe ich mich mit einem Freund gebattelt. Das war Future Cop LAPD hieß das. Das war, keine Ahnung, es ist so ein 3D, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Adventure, nicht? Keine Ahnung, mit so einem Mecher, mit so einem Polizeimecher. Da konnte man halt immer gegeneinander spielen, mit Drohnen und Zeug, das... Übelst kaputte Grafik eigentlich, aber es hat so Spaß gemacht. Was kann ich empfehlen? The Stanley Parable kann ich empfehlen. Nein. Hast du das eigentlich schon mal gespielt? Nein, ich konnte nicht anders. Ich habe mir die erste Folge bei dir angeguckt. aber muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen, du hast noch viel vergessen. Echt? Hast du schon gespielt oder wie? So viele Möglichkeiten. Weiß nicht, ich... Es gibt noch ein paar Möglichkeiten, die du nicht ausgetestet hast. Ja, ich weiß, aber das Problem ist, das Spiel entwickelt sich ja irgendwo ein bisschen weiter und dadurch kann ich ja manche Möglichkeiten gar nicht mehr austesten. Huch, ne? Achso, da bin ich. Da müsste ich nochmal schauen. Ich wollte sowieso nochmal reinschauen, weil ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass es das jetzt schon gewesen ist. Also, ich weiß nicht, ob... Sodok, du hast Folge 5 schon gesehen, oder? Ich habe alles schon gesehen. Du hast alles schon gesehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich schon vorbei ist. Ich habe auch nicht mehr reingeschaut, muss ich zugeben. Ich will jetzt mal demnächst nochmal reinschauen, vielleicht nehme ich dann direkt auch auf. So spontan, so after Let's Play, keine Ahnung. Das hört sich jetzt falsch an, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, da will ich nochmal reinschauen. Ich habe inzwischen Neues angefangen, sollte ja eigentlich heute rauskommen, aber war zuvor wegen dem Thumbnail. Ja gut, ich hatte ein bisschen Probleme mit meinem Rendern. Aber das ist jetzt auch behoben. Ich mach's jetzt über zwei Ecken im Grunde. Haben wir Strom? Ja. Vollkommen. Schau da in die Zelle, rechts, da. Da in die Zelle gucken. Hä? Voll. Habe ich jetzt das Holzding hingebaut? Ja. Aber wieso funktioniert das hier nicht mehr? Ich weiß nicht. Also eigentlich sollte was kommen. Sagte er. Die Engines sind aus, das ist richtig, ja. Das ist richtig, ja. Wir brauchen ja keine Engines mehr. Die IC-Strom-Engines, so. Hm. Was macht ihr denn da? Ich möchte gerne Honig herstellen, aber die Maschinen funktionieren. Moment, ich komm gleich gucken. Muss hier noch schnell ein bisschen Stein herstellen. Ja, ich bin auf Egal. Das soll ich irgendwas dazu sagen? Du brauchst nicht gucken kommen. Ich hab den Fehler gefunden. Der sitzt vom Rechner. Meistens. Ja. Das Problem sitzt meistens vor dem Rechner, okay. As always. Ja, ja, ja. So, du hast doch gesagt, du kannst massig Spiele sagen, die du gerne gespielt hast. Dann fang doch mal an. Wie fange ich denn an? Nicht nur, sagen wir mal so, nicht nur, warum sind da Druckplatten davor? Das geht nicht mehr. Oder das geht noch nicht, soweit ich das weiß. Warum geht's nicht? Die liegen einfach nur da, weil ich nicht wusste, wohin damit. Ach so. Weil normalerweise kannst du mit dem Redstone-Signal dich an- und ausziehen vor den Dingern. Ja. Das klappt sorry. Auch falsch. Egal. Oh ja, wo fange ich an? Zum Beispiel diese Divinity-Reihe. Sehr zu empfehlen, geile Story. Okay, die älteren Spiele sind ja jetzt nicht so der Grafik-Hit, ja. Aber das ist auch nebensächlich. Ich finde, diese alten Spiele haben sowieso viel mehr Atmosphäre. Das stimmt. Auch ohne
Grafikschmankerl. Ich sag da auch nur Gothic 1. Das Lustige war einfach so geil, als ich das erste Mal richtig gespielt habe. Boah. Das Lustige ist, ich habe mich letztens mit einem Kumpel unterhalten, auch über, wie war denn das? Er hat so gesagt, also wir waren, das war eine Weihnachtsfeier. Ihr wart angetrunken, okay. Wir waren leicht angetrunken. Wie war das? Und er hat so gesagt, ja, leere den Krug mit einem Zug. Und ich musste halt sofort an Gothic 2 denken, weil da gibt es eine Mission, die heißt so, leere den Krug mit einem Zug. Entschuldigung. Und ich habe ihm das halt so gesagt und er hat halt wirklich auch darauf angespielt gehabt. Dann fand ich das echt extrem lustig, dass wir wirklich das gleiche Spiel meinten. Und haben uns halt so ein bisschen darüber unterhalten, dass er halt auch gern Gothic 2 spielt und dass er das eigentlich theoretisch einmal im Jahr auf jeden Fall einmal spielt. Dann fand ich das eigentlich ganz lustig. Ich habe mich ja schon geoutet, dass ich keinen der Gothic-Teile durchgespielt habe. Gespielt schon, aber noch nicht durchgespielt. Ja, das kann man ja ändern. Also auf jeden Fall Divinity. Gothic. Nee, Divinity, ja. Ja, wegen Grafik. Also, wobei der letzte Teil, Divinity 2, ich glaube, da gibt es noch ein Pack dafür, das habe ich leider nicht dazu gespielt. Da soll es noch ein anderes Ende geben. Ich war auf jeden Fall leicht enttäuscht, aber trotzdem, Hammerspiel. Also da hatte ich richtig Gänsehaut. Den ersten Teil habe ich lustigerweise auch gespielt. Ich habe das Spiel nochmal anfangen müssen, weil ich mich so verskillt hatte. Das war unglaublich. Ich bin nicht mehr weitergekommen, nachdem ich die zweite Runde gespielt habe und ein bisschen intelligenter geskillt habe. Ging es dann einigermaßen. Aber davor, ich bin nicht weitergekommen. Ich bin ständig gestorben. Aber ja, go on. Genau. Ja, Gothic natürlich. Natürlich. Bei 3 natürlich auch nicht mehr so. Ich meine, Grafik, okay, schön und gut, aber irgendwie fehlt die Atmosphäre zunehmend. Ja, mit jedem Teil. Das stimmt. Geht irgendwie die Atmosphäre verloren. So, du fühlst dich nicht mehr, als wärst du. Ah. Richtig, da freue ich mich immer noch auf. Ja, genau, da freue ich mich immer noch auf das Community-Add-on. Die basteln ja immer noch da dran. Ja, oder? Das Geilste war, glaube ich, was ich hier gespielt habe: Pirates. Oder, wie hieß denn das? Für Gothic 1 war das? Nee, für Gothic 2 war das? Mhm. Auf jeden Fall spielt man da einen Piraten. Du bist auf einer Pirateninsel und. Ich weiß, was du meinst. Das war eine Gothic 2 Mod. Ja. Ich habe die auch mal angezockt. Ist auf jeden Fall eine Must-Have-Add-on, ja? Also Gothic 2 ohne die Nacht des Raben ist. Piratennest, glaube ich, hieß es. Oder so, ja. Kann das sein? Ja, irgendwas mit Piraten auf jeden Fall. Ist eine ziemlich geile Story. Ja, die Gothic 2 Mods sind auf jeden Fall sehr cool. Auf jeden Fall zu empfehlen. Dann die Reihe, ja, die Elder Scrolls-Reihe spielt sehr gerne, wobei da Morrowind immer noch mein Liebling ist. Kurzer Einwurf. Cool, ja. Elder Scrolls Online gibt es endlich einen Release-Termin. Release-Termin, 4.4.14. Mhm. Haben wir schon ein bisschen. Ich habe schon zu Lox gesagt, es gab ja schon mal einen Versuch mit Morrowind, das alles in Online zu. Ja, zu wollten die das nicht? Ich habe gedacht, die wollten das mit Daggerfall schon machen. Keine Ahnung. Im zweiten. Ja, nur zu mal interessant, wie es diesmal wird. Richtig. Kann mir mal kurz einer einen Hopper machen, bitte? Ein Hopper machen? Ein Hopper und. Entschuldigung, jetzt habe ich wahrscheinlich voll ins Mikro gepustet. Hopper ist gerade nicht drin, oder? Nee. Ich habe einen gerade schon verwendet. What you doing? Ich brauche mehr Glas. Ja, aber da reicht doch die Glock allein. Hä? Na, ich will was da noch denn? Was dranhängen. Was macht ihr denn? Ich brauche mehr Glas. Er nimmt deine Bude auseinander. Ach, Quatsch. Aber was bitte? Das kann ich nicht gut heißen. Ja. Bist zu berechenbar. Wie war das? Wir spielen viel zu viel zusammen. Ja, das stimmt. Na, wie ist meine kleine Brücke bis jetzt? Was, Brücke? Moment. Ich habe eine Brücke gebaut. Oh, wie niedlich. Da müsstest du eigentlich Glowstone irgendwie dranhängen. Stimmt eigentlich. Haben wir Glowstone? Ja. Nee, ich weiß nicht. Das kommt irgendwie nicht so gut, wenn ich da jetzt Glowstone dranhänge. Hey. Glaube ich. Bibliokräfte. Die Lampen, die Laternen. Genau, es gibt ja Laternen. Ja, schau mal, gib mal @biblio ein. Unten im AI. Nein, musst du nicht. Es geht auch @biblio. Achso. Biblio. So. Golden Lantern, White Candle. Ah, okay. Die Laternen sehen bestimmt cool aus. Green Lantern. Da mache ich mal eine Gold, Platten, Glowstone Dust. Ach ja,
Dunkel, by the way. Ja, ich gehe schon ins Bett. Ich komme. So, wir waren gerade bei Spielen, Elder Scrolls Reihe. Genau. Ja, was ich auch noch total gern gespielt habe, kennt wahrscheinlich auch kaum noch ein Schwein, war Dungeon Siege. Multiplayer habe ich das leider noch nie gespielt, weil, wie gesagt, irgendwie kannte das kein Schwein. Leider. Aber hat Spaß gemacht, die Story war okay. Also irgendwie, keine Ahnung, ich mag so Spiele, wo man bessere Ausrüstung, mehr. Also so Diablo natürlich auch, ist absolut mein Ding. Wobei da natürlich auch der erste Teil wieder, weiß nicht, die Atmosphäre einfach wesentlich besser. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt noch sein soll. Mein absolutes Lieblingsspiel ist Aquanox 2. Weil Story. Und verdammt schwer. Ich kann noch Portal 1 okay. und 2 empfehlen. Weil da ist die Story echt cool. Also das, so viel gelacht, vor allem GLaDOS. GLaDOS ist einfach der Hammer. Was noch? Es gibt so viele Sachen, aber ich weiß nicht, es kommt halt auch immer auf das Genre an und was derjenige gerne spielt. Ne? Also okay, wenn du jetzt jemanden hättest, der normalerweise nicht viel spielt, was würdest du ihm empfehlen? Der nicht so viel spielt. Sozusagen Gamer-Neuling, was würdest du dem empfehlen? Auf jeden Fall jetzt spontan. Story. Boah. Dass es ihn fesselt und damit er mehr spielt. Boah. Kurze Frage, wie kann man die Lampen drehen? Mit dem Tape-Mischer. Ah, das okay. Das Tape liegt auf dem Tisch. Ja, das weiß ich noch. Einfach rechtsklick. Jetzt dürft ihr weitermachen, ich brauche das bloß kurz. Also was du empfehlen wollen würdest. Was ich empfehlen würde, jemanden, wo ich sage, hey, das musst du jetzt unbedingt spielen. Richtig, das ist sozusagen das Spiel, was man als Gamer auf jeden Fall mal gespielt haben sollte. Oder machen wir es so rum. Sagtest du nicht Rechtsklick? Entschuldigung. Das klappt irgendwie nicht. Ja, schau sie dir mal an. Voila. Die hängen so ein bisschen in der Luft. Das geht jetzt so nicht. Ja, das meinte ich eben. Warte mal, geht das auch so? Ah. Warte mal. Du stehst, natürlich, ja. Es kommt auf meine Standrichtung an, okay. Okay, gut, danke. Ja, jetzt dürft ihr weitermachen. Da bin ich gerade so ganz klitzeklein wenig überfragt, weil... Also so ein Spiel mit viel Story, wo man was erleben kann. Nein. Was einfach toll ist. Nicht unbedingt, weil es gibt... Es kommt natürlich immer auf den Typ an, aber... Richtig, es kommt immer auf denjenigen an, weil, ich sag mal, ich bin jetzt nicht so der Typ... Was ich gerne viel gespielt habe, war früher World of Warcraft. Aber, erstens... Was mich gefesselt hat, sie haben das Add-on rausgebracht, Cataclysm war das. Und da kam kamen ganze Fraktionen und alles dazu und auch ein Gebiet, wo ich die Quests und die Story richtig geil fand. Also das fand ich richtig toll. Und das hat mich dann da auch gefesselt. Und da habe ich auch jede scheiß Questbuch, Geschichte, alles durchgelesen dazu. Aber ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du jemandem World of Warcraft empfehlen kannst. Weil meiner Meinung nach ist es mittlerweile für einen Arsch. Ganz ehrlich. Also ich spiel's ja nicht mehr. Also. Ich würde. Okay. Sag schon mal was, ja. Was du bei World of Warcraft halt brauchst, ist Leute, die mitspielen. Vollkommen alleine, langweilig. Darum ist es halt okay. Auch ein MMORPG. Ich habe halt viel gespielt, wo ich früher die Supergilde hatte, wo wir praktisch jedes Wochenende, mindestens 2-3 Mal in der Woche riesige Events zusammen gemacht haben mit 40 Spielern oder so. Das hat richtig Bock gemacht. Aber ja, sonst macht WoW meiner Meinung nach keinen Spaß. Okay.
Und da brauchst du auch nicht unbedingt die Story, weil du eigentlich, du wirst eigentlich in WoW nicht fertig. Ich sag's mal so, wenn es jemand schaffen würde, eine bugfreie Version